Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Wir sollen unsere Eltern suchen und sind zurück an den Ort der Schande, wo sie niedergemetzelt wurden. Und wir sollen sie jetzt suchen. Mein Gott! Oh, wir können Leichen plündern. Also mein Inneres sagt, tu es nicht. Also mein Herz sagt, tu es nicht. Aber mein Kopf sagt, tu es. Wir brauchen jeden Taler, den wir kriegen können. Ich will nur mal gucken, was die so haben. Trocken. Oh, die haben Essen. Wir werden die plündern, Leute. Wir sind ein Leichenschänder. Bei dem sogar Geld. Es tut mir auch leid, irgendwie so ein bisschen. Macht man nicht. Aber... Loot, 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 Leute. Loot, 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 Loot. Ich meine, die können es eh nicht mehr gebrauchen. Das war jetzt voll gemein, ich weiß, aber... Guck mal, das können wir doch nicht einfach hier liegen lassen. Ist das hier nicht... Wo ist denn Bianca? Bianca hat auch so ein rotes Kleid an. Bianca möchte ich auch beerdigen. Bianca war die Beste. Sie war die beste Frau, denn sie hatte kühles Bier im Keller. Die hat gar nichts. Die... Ja, Leichenschänder. Meine Fresse, das... Ich komme in die Hölle, Leute. Ich komme in die Hölle. Okay, warte mal, damit ich hier keinen vergesse. Aber vielleicht muss ich die ja auch durchsuchen. Wir sind schon wieder überladen. Der hat so auch eine Fackel dabei. Aber ich werde gleich mal aussortieren. Erstmal nehmen wir alles mit. Aber so finden wir vielleicht wenigstens auch unsere Eltern. Also nicht indem wir die plündern, sondern indem wir jede Leiche angucken. Es gibt aber auf jeden Fall gut Loot, ey. Bevor der nächste um die Ecke kommt und das klaut. Alter, die haben die einfach verbrannt. Schon. Was können wir denn hier? Löwenzahn. Ja, wir haben sonst nichts Besseres zu tun. Wir stehen hier in einem Massengrab und pflücken Löwenzahn. So, da hoch können wir nicht. So, wir sind auf jeden Fall überladen und das ist halt echt uncool. Und deswegen gehen wir kurz mal ins Inventar. Anzeige ist raus wegen Leichenschändung. Alter, was will ich mit so viel Äpfel? Aber guck mal. Ach, die verderben, kann das sein? Das ist die Haltbarkeit. Oder was? Brezel? Frische. Guck mal, die Brezel, die ist schon ganz alt. Was sagt denn unser Hunger? Gesundheit ist 94, Energie, Sattheit. Ja komm, dann essen wir die einfach. Essen. Vielen, vielen Dank, Terry, fürs Hosten. An der Stelle. So, was muss noch weg? Die Birne muss weg. Wie viel satt sind wir? Jetzt sind wir satt. Wir können halt nicht laufen, Leute. Wir haben 91,5, sehen wir unten. Und 82 können wir tragen. Jetzt überlege ich gerade, wir konnten doch hier irgendwo mehr tragen. Wo war das? Nee, gehen wir auf Spieler. Und dann Hauptstufe zu Stärke. Packesel. Bei Packesel konnten wir mehr tragen. Stimmt's oder habe ich recht? Du kannst 15 Pfund mehr tragen. Jupp, das machen wir, Leute. Das lernen wir. Sehr schön. So, jetzt dürfen wir doch aber wieder... Ja, jetzt können wir wieder laufen. Nicer, scheißer. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, wo sind unsere Eltern? Warum habe ich da unten einen toten Kopf? Bin ich vergiftet? Nee, oder? Habe ich was Schlechtes gegessen? War die... Oh Gott, wir plündern hier jede Leiche, Leute. Wir sind schon ein ganz schöner Assi. Wir. Ihr auch. Okay, ich bin der Assi, aber... Warte mal, wir müssen mal überlegen. Wo war das? Wo sind die Eltern umgekommen? Ich finde hier gerade auch mich gar nicht mehr zurecht, obwohl wir die ganze Zeit hier rumgelaufen sind. Im Dorf. Ist halt auch alles niedergebrannt. Überall die Leichen, ey. Das ist schon... Vor allem, wie sie die dann auch extra hier noch so schön hingelegt haben. Meine Fresse. Guck mal hier. Können wir nicht mitnehmen, schade. Die lagen ja irgendwo auf dem Weg, auf einer Straße. Die Frage ist, ist das hier überhaupt das Dorf? Das ist doch gar nicht das Dorf. Sind wir überhaupt schon da? Oder laufe ich hier wo falsch rum? Nee, guck mal, wir sind noch gar nicht da, oder?
Wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Können wir jetzt eigentlich Schnellreise machen? Ist nicht möglich. Na gut. Was ich noch nicht rausgekriegt habe, Sabi, kannst du mir das verraten? Wie kann ich mein Pferd rufen? Wie kann ich das, wie kann ich den Gaul rufen? Ah, da, Dreieck, schon gut, hab's. Wo ist der Gaul? Ich hab doch eigentlich einen Gaul. Das hier ist auf jeden Fall nicht mein Gaul. Das lag schon da, das war ich ausnahmsweise mal nicht. Ich dachte, wir kriegen ja irgendwo unser Pferd. Oh, da ist jemand. Was haben wir denn da? Unterhaltung, vorzüglich. Ey, chill mal. Der zieht sein Schwert nicht. Er zieht sein Schwert nicht. So, jetzt aber. Chill doch mal. Oh Gott. Nimm das. Du alter Plünderer. Markier den mal. Mach dich kaputt, Junge. Das war's schon? Gnadenstoß? Ja, natürlich, der hat mich angegriffen, die Sau. Keine Gnade für Grabschänder. Nice. Körper aufheben oder plündern? Natürlich, wir plündern. Das war ein Bandit. Oh, guck mal, der hat Sachen. Okay, jetzt sind wir wieder locker, flockig überladen. Der hatte auch einen Sachs. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir wieder richtig volle Kanne überladen. Oh Mann, ich muss auf jeden Fall auch mal Sachen. Wir werden demnächst mal alles verkaufen. Was hier so kreucht und fleucht. Aber wir müssen mal gucken. Ich möchte jetzt mal auf Rüstung gehen. So, und jetzt macht das mehr. Ah, unten, guck mal. Kopfrüstung. Ja, wir haben sowieso noch keine Rüstung. Die ist aber dreckig. Das ist alles dreckig. Das würde ich am liebsten alles verkaufen. Oh ja, hier, guck mal. Die ist deutlich besser. Die tragen wir. Schuhe sind auch besser ist ja grün, oder? Guck mal, Körperrüstung. Macht zwar mehr Geräusche, aber ist nicht schlimm. Das noch drunter, haben wir auch bessere Körperrüstung. Sind wir zwar auch sichtbarer, auffälliger und machen mehr Geräusche, aber wir machen eh nichts heimlich. So, das haben wir schon um. Jetzt hat er noch ein grünes Hemd. Nö. Hier haben wir noch Kopfrüstung, aber wie sieht er denn aus dann? Nee. So, guck mal, wir haben lauter Fackeln. Wir hauen mal eine Fackel weg. Fallen lassen. Dann haben wir auch wieder mehr Gewicht fallen lassen. Ich meine, die hätten wir verkaufen können. Ja. Wir haben sogar einen Bogen. Guck mal, aber hier dieses Kackwappen. Das wiegt voll viel. Wo ist denn das Gewicht? Da. Das hier auch. Das Stax, was wir von dem haben. Oh, das bringt mir aber 29 ein. Das müssen wir behalten, Leute. Bei Rüstung. Schmeißen wir noch irgendwas weg? Ah, das wiegt halt auch nichts. Ja, das wiegt viel. So, jetzt kommen wir hauen jetzt hier irgendwas weg. Brot. Ich muss auf jeden Fall verkaufen gehen, Leute. Genau, und dann werden wir natürlich auch gleich noch leveln. Wir müssen ganz kurz aber erstmal hier den Dings ausmisten. Die ganzen Äpfel da oben. Komm, die sind eh nichts wert. Vor allem hier die vergammelten. Kann man nicht alle fallen lassen? Ja, sehr schön. Hier. Weg den Dreck. Wir haben genug. Birnen, die sind eh schlecht. So. Sind immer noch überladen. Aber warum kriege ich mein Pferd eigentlich nicht? Wo sehe ich eigentlich, wo der Gaul ist? Guck mal, Pferd kann man übrigens. Das habe ich noch. Achso, geht es nur, wenn wir drauf sitzen? Krass. Ich dachte, man kann es auch so zeigen. Pferd kann man nämlich auch später ausrüsten. So, wir haben noch Punkte in Stärke. Packesel kann ich tatsächlich nicht mehr lernen. So, Bollwerk könnten wir noch machen. Gegnerische Angriffe zu blocken kostet dich weniger Ausdauer. Das finde ich eigentlich ganz geil. Das machen wir auch. Aber jedes Mal habe ich keine Ausdauer mehr. So, wir haben Bollwerk und Packesel gelernt.
Und Hauptstufe haben wir auch noch eine. Erste Hilfe ist schon gelernt. Erlaubt es dir, Verbände anzulegen. So, dann du bekommst 30% länger Essen aus. Sobald du Hunger bekommst, sind deine negativen Auswirkungen 20% stärker. Das ist halt Kacke. Du stammst aus deinen Verhältnissen. Je schlechter das Bett, desto besser kannst du schlafen. Und umgekehrt. Je besser das Bett, desto schlechter kannst du. Nee, das ist ja dumm. Wenn du schmutzig bist, eine Gäste mit Frauen, das ist auch Kacke. Das war halt alles blöd. Das fand ich nicht so cool. Mach mal die Info weg. Stärke wieder zu. Und hier haben wir überall keine Punkte. Aber Redekunst und Stärke. Also genau das wollten wir ja, ist am besten. So. Okay, ich frage mich gerade, warum kommt das Pferd nicht? Da wundere ich mich gerade. Guck mal, der Typ hat die aber auch nicht ausgeraubt. Wir nehmen erstmal alles mit. Klar, wir sind eh überladen, von daher scheiß drauf. Bis jetzt sehe ich noch keinen Unterschied, doch wir können halt nicht so doll rennen. Aber warum kommt der Gaul nicht? Ich hab da doch ein Pferd. Ich hatte 100 pro ein Pferd. Mit dem sind wir hierher geritten. Soll ich jetzt da echt hinlaufen und dann auch noch überladen? Nee, Argo war es nicht. Argo war bei Shadow of the Colossus, aber... Das verstehe ich nicht. Das ist schon ein bisschen unheimlich, Leute. Hier überall Leichen. Der Weg ist mit Leichen gepflastert. Aber seht ihr, wenn ich das nicht mitnehme, dann nehmen es irgendwelche Banditen mit. Also nehmen wir es mit. Wir sind zwar mega überladen, aber hey, das gibt gut Geld. Wir werden das alles verticken. Ich meine, bis wir wieder zurück sind, ist wahrscheinlich alles schlecht. Aber ich frage mich trotzdem, wo das Pferd denn ist. Eigentlich müsste das kommen, wenn ich pfeife. Ach so, weil das nur ein geliehenes ist. Wie, das sind nur geliehene? Na und? Das soll kommen, wenn ich rufe. Oh, der hat eine Axt. Sehr schön. Wir müssen echt nur mal gucken. Aber das ist halt ein ganz schönes... Obwohl, da hinten ist es schon. Dann würde ich sagen, Leute, mache ich an der Stelle kurz einen Cut. Und dann braucht ihr euch den riesenlangen Weg nicht angucken. Ich plündere nur alles und wenn was kommt, dann schalten wir wieder ein. Bis gleich. Holy shit. Die haben ernst gemacht auf jeden Fall. Okay, Leute, der ist der nächste Bandit. Seh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Dein schlimmster Albtraum, Diggi. Ausdauer. Guck mal, der hält sich schon arm. Kova! Komm und hol's dir! Block, Diggi. Hab ich gesehen, dass du von oben angegriffen hast. So. Keine Gnade für Banditen. Wir sind nämlich Heinrich der Un... Wie sagt man? Unbarmherzige. Das habe ich gesucht. Oh, guck mal, der hat sogar edle Treter. Ich weiß nicht, ob der andere auch edle hatte. Wir nehmen erstmal alles mit. Zur Not schmeißen wir es weg. Haben wir nackig gemacht. Dann haben wir noch eine Axt. Alles mitnehmen. Jetzt sind wir erst halb. Doch, wir werden tatsächlich noch langsamer. Okay, dann müssen wir nochmal ausmisten. Die Klamotten weg. Aber die Klamotten, die bringen halt so viel Dingsbums. Guck mal, der hat alte Schuhe, der andere hatte edle. Die ziehen wir doch an. So. Und noch irgendein bessere. Die Kackhaube, aber die Haube will ich. Gegen die Haube weigere ich mich. Jagdhandschuh, nice. Oh, hier, guck mal, der hat sogar Plattenellbogen Kacheln. Nehmen wir. So langsam werden wir ein Ritter, Leute. Langsam werden wir ein Ritter. Komm, wir hauen auf jeden Fall weg. Das grüne Hemd, das wiegt halt nur eins. Kacke. Hätte ich ein Pferd, wäre das alles kein Problem. Dann hauen wir die alten Stiefel weg. Alles, was nicht ganz so viel wiegt. Hm. Mal dieses Leinding können wir auch noch drüber hauen. So, Nahrung. Wir haben schon wieder so viel Äpfel. Hau die weg. Die sind eh fast schlecht und abgelaufen. Wie er es wegschmeißt, krass. Okay, dann werden wir jetzt erstmal nichts weiter mitnehmen.
Beziehungsweise wir gucken nochmal kurz, was die so haben. Fackel, Pilze brauchen wir nicht. Brezel brauchen wir nicht, Karotte. Weil, manche haben ja Geld dabei, deswegen gucke ich trotzdem mal rein in alle. Alter, wer verbrennt denn hier die Pferde? What the fuck? Und da hinten ist unser altes Haus. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was ich wegschmeißen will, weil, wie gesagt, das ist alles mega viel wert. Überlegt mal, wie viel 50 Münzen am Anfang wert waren. Da liegen die bestimmt. Da oben war doch die Burg, oder? Was ist eigentlich die Burg? Die Burg hat man gar nicht gesehen am Anfang. Die werden wohl hier irgendwo liegen. Da, Groschen. Groschen nehmen wir mit. Groschen können wir immer gebrauchen. Wer den Groschen nicht wert, ist den Slotty nicht wert oder so ähnlich. Krass, alles niedergebrannt, alles verlassen. Sind die tatsächlich da oben? Laut Map. Laut Map sind die da oben. Ich will nochmal gucken, wie wir da reinkommen. Tut mir auch leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen rumschleiche, aber ihr werdet sehen, wir haben gleich ein dick geprahltes, dick gefülltes, pralles Konto. Das muss jetzt sein. Leute, das muss sein. Außerdem kann man ein bisschen das Spiel genießen noch. So, hier kommen wir natürlich nicht rein. Wie kommen wir jetzt da rein? Der hat gesagt, es gab irgendeinen Seitenweg. So. Wir sind übrigens dieser Zwerg, sehe ich gerade. Wir müssen halt da hoch. Hier war die Burg. Die Burg habe ich überhaupt nicht gesehen. Guck mal, das ist ja umzäunt. Da geht's rein. Wir müssen rechts rum. Rechts um. Mal das Schwert wieder wegstecken. Was übrigens sehr dreckig ist. Mit Blut von Banditen getauft. Boah, jetzt läuft er aber richtig langsam hier am Berg. Wahrscheinlich, weil ich abseits vom Wegen bin. Geh davon aus, es ist der andere Weg da. Da hinten. Jetzt läuft er aber langsam. Scheiße. Da kann er halt auch nicht sprinten. Schmeiß ich noch was weg? Wenigstens ein bisschen was. Ich kann mich nicht entscheiden. Guck mal, die blöde Axt. Hier, die wiegt 5 und ist halt kaum was wert. Kann man hier, warte mal, sortieren kann man auch. Nach Gewicht bitte. Guck mal, das Schwert. Das ist halt blutig. So, dann haben wir hier die blöde Axt. Die wiegt 5. Dann sein Hammer. Na, eins müssen wir noch wegschmeißen. Aber das ist so viel wert. Ich weigere mich. Aber Fackeln brauchen wir eigentlich auch. Aber wir brauchen halt auch nicht so viele. Hm. Ist hier noch irgendwas oben, was nicht so wert? Alter, guckt mal hier das Schwert. Einfach 116. So, aber jetzt kannst du doch schon ein bisschen. Jetzt kann er schon ein bisschen schneller laufen. Hamsterli, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön, willkommen im 4. Monat. Vielen Dank für den Support, Alter. Dankeschön. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich kann mal ganz kurz auf die Karte dunschen. Wir laufen zu dem Weg da oben. Mann, ey, mit Pferd wäre das alles besser. Wir haben kein Pferd. Wenn ich alles verkauft habe, Leute, ist das Erste, was ich von mir von dem Geld hole, ein Pferd. Da ist schon der nächste Bandit. Ich gehe davon aus, wir sind richtig. Guck mal, der blündert. Fingerwechsel, meine Groschen. Weißt du, wir kommen total überladen da an. Aber die Atmosphäre ist schon ganz geil gemacht. Guck ich das an.
Ich bin auch so froh, dass ich es für die Blaze genommen habe. Auf dem PC sieht es vielleicht nochmal ein bisschen besser aus, ja. Aber da ruckelt es bei manchen, habe ich gesehen. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Du bist tot, Diggi. Was ist denn los? Gnadenstoß, Alter. Der raubt mein Dorf aus. Gibt's nicht, ey. So, weil Falkenauge das ja kommentiert hat. Ich hoffe... Guck mal, der hat Arbeitsstiefel. Ich habe keine Ahnung. Oh, der hat noch bessere Sachen, kann das sein? Weil Falkenauge ja kommentiert hatte, ich hoffe, ich stelle mich jetzt besser an im Kampf. Ich hoffe, das ist gut genug. Man musste am Anfang schlecht kämpfen, glaube ich. So, wir haben schon wieder Hunger. Das heißt, wir essen auf jeden Fall mal den Apfel, dann ist der schon mal weg. Und dann gehen wir mal auf Rüstung. Mal gucken mal, ob wir noch was Besseres haben. Ja, die Kakaobe, die will ich aber nicht. So, hier haben wir noch was. Da hat er auch dann was auf dem Kopf. Ich gucke jetzt nicht nach Sichtbarkeit oder so, Leute. Das ist mir egal. Ich gucke nur vorne nach den Attributen, Körperrüstung und so weiter. Okay, da ist nix. So, edle Schuhe haben wir jetzt tatsächlich dreimal. Ne, halt. Anzahl ist vorne die Nummer, oder? Ja. Ja, diese Raute. Boah, wir sind noch überladen. Wir müssen jetzt irgendwas weghauen. Wir hauen jetzt die komische Kappe weg. Alles, was nicht so viel Geld bringt. Ich muss noch gucken, dass es nichts ist, was ich anhab. Hab ich jetzt was weggeschmissen, was ich anhab? Können wir das eigentlich nicht wieder? Doch, können wir. Das war die gewöhnliche. Rüstung. Das, was sie anhat, hat dieses Dings da vorne. Das, was nicht so viel wie, was mehr wie, komm. Ist jetzt hier der Eingang wenigstens? Ja, hier ist der Eingang. Wenigstens das. Puh. Ich hätte mich jetzt mega geärgert. Kann man nicht plündern. Wenn ich jetzt aber drüber nachdenke, dass ich jetzt vielleicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Der Vogt. Schwert in der Hand. Das nehmen wir natürlich mit, Digi. Das brauchst du eh nicht mehr. Groschen brauchst du auch nicht. Den Fährmann wird er schon bezahlt haben. Fuck, jetzt bin ich noch mehr überladen hier. Ich hoffe ja, hier kommt jemand und holt mich. Will mich jemand abholen? Ja, das war du hast Fall ihn der gepriesen Weg. Und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Bist nicht geflohen. Hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Jetzt macht er sich Vorwürfe, Leute. Er macht sich Vorwürfe. Die ganzen Bauern. Ist irgendwo ein Hund. Greift der Hund mich auch an? Komm, wir gehen jetzt zu den Eltern, reicht dann auch. Wir haben erstmal genug Loot. Hier irgendwo hat er gekämpft. Ich finde aber diese Atmosphäre gerade mega krass. Alle abgeschlachtet. Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn.
zuerst. Muss ich eine Schaufel finden. Mich um euch. Ich weiß nicht, wie du mir sagtest, du hattest eine Mutter. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Mega leise der Dialog. Jetzt müssen wir eine Schaufel finden. Und jetzt ist es wieder laut. Oh, wir können unsere eigenen Eltern plündern. Das machen wir nicht. Aber er hat einen Groschen. Danke, Dad. Wir sind ganz schön makaber, aber das muss sein. Such nach deinen Eltern haben wir abgeschlossen. Ist irgendwo ein Hund. Schaffe eine Schaufel. Da ist irgendwo ein Hund. Ist bestimmt draußen. Mann, dieses Überladen nervt mich, Leute. Aber das ist so krass viel Geld. Aber wahrscheinlich bin ich gerade Erbsenzähler und kriege sowieso mega Geld, wenn ich andere töte. Das sind ja nicht die einzigen Banditen. Erstmal will ich mir den Hund angucken, was der Hund hier macht. Die knurzt doch irgendwo und schreit. Das will ich jetzt sehen. Mann, ey, dieses Überladen geht mir auf den Sack. Ich hau jetzt noch mehr weg. Fackel behalte ich. Minderwertige Pfeile, die wiegen alle nix. Den Bogen muss ich behalten. Das ist das Schwert jeweils. So, Rüstung wiegt am meisten. Warte mal, wir können ja hier auch sortieren. Mach mal nach Gewicht. Was wiegt denn hier bei Rüstung, bei Nahrung am meisten? Cool. Hm. Kann man den auch einfach essen? Oh, der macht aber mega satt. Krass. Okay, das wäre sinnlos, das wegzuschmeißen. Sonstiges wiegt halt auch nichts. So, also Rüstung. Wir hauen jetzt die Rüstung weg. Guck mal hier, gewöhnliches Jackett. Wiegt eh voll viel und bringt kaum was ein. Das haben wir an. Das ist dreckig. Das hauen wir auch weg. Hauptsache ich kann wenigstens mal wieder ein bisschen. Ja, so ist schon besser. Ich will den Hund finden. Wo ist der Hund? Das ist bestimmt hier auf dem Hof. Der hat unsere Schaufel. Was ist denn los? Bischek? Was in Gottes Namen treibst? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleisches? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Der beschützt den. Es bewacht sein Herrchen. Wie auch immer. Du plünderst Tote aus. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen? Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? So, ich möchte meine Eltern bestatten. Ich habe zuerst gefragt. Wir sind bestimmt stärker als der.
Ich habe zuerst gefragt, also raus mit der Sprache. Erfolg. Wenn ich beichten will, gehe ich zum Pfarrer. Und jetzt hau ab und lass mich in Ruhe. Boah, hast du Angst, Diggi? Oh, der ist aber... Guck mal, der ist stärker als wir im Dings. Was ist mit Theresa passiert? Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nix. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Boah, ist der nett, weißt du? Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Okay. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist sie dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Ist der echt total bescheuert? Ah, hier, Diggi. Also gut. Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Glaubst du, du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Mist. Ich weiß nicht viel übers Schwertkämpfen. Gut so. Dann schlag ich dir die Zähne ein. Komm ran, Diggi. Das habe ich jetzt aber auch provoziert. Ah. Ruhig, Junge. Du kennst... So ist's recht. Zieh den Schwanz ein. Komm da niemals hinterher, halt. Jetzt haut er ab. Aber der hatte die, musste ja eigentlich die Schaufel da gelassen haben, oder? Wenn er ohne alles wegrennt. So, ich habe gerade den Tipp bekommen, ich soll zur Taverne mal gehen, bevor ich zum Hund gehe. Das mache ich. So, die Tipps immer ruhig gerne sagen, weil bei dem Spiel, da verpasst man ja mega viel. Nein, nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Oh, der Sound. Ist aber alles kaputt. Was ist da los? Aber was soll ich hier? Ich bin an ihr vorbei. Die da, ja, hier ist sie. Biancas Ring. Und natürlich Schnaps. Und dich mit, meine Liebste. Okay. So, jetzt müssen wir zu dem Hund. Hat er jetzt die Schaufel da gelassen, wenigstens der Sausack? Als ob ich dem ein Schwert gebe. Halt. Mal weiter hinten. Können wir den Hund nicht bestechen? Wir haben, glaube ich, noch gebratene Entenkeule. Die kann er haben. So. Da ist er. Ich will deinem Herrchen nichts, Diggi. Können wir den Hund nicht streicheln? Beißt er mich? Aber die Schaufel hat er echt mitgenommen, oder was? Die liegt ja hier nirgendwo. Ne, da ist sie. Beißt der mich, wenn ich den anfasse? Ich will ja wissen, warum der den... Toll, der will nur das Essen, hundertprozentig. Aber guck mal, der hat 9 Taler. Fast. Oh, der arme Hund. Können wir den nicht mitnehmen? Ich will den Hund mitnehmen. Ich will mich um den kümmern. Ich kann den da nicht alleine lassen. Okay, wir sollen jetzt auf jeden Fall oben ausheben. Kann man den Ring anlegen oder was? Der macht halt einfach gar nichts, der Ring. Der macht halt nichts besser. Doch. Wir sind auffälliger und machen mehr Geräusche mit Ringen. Okay. So ein Grab ausheben unter der Linde machen wir. Für unsere Eltern.
Ich find's ganz süß, wie sie übereinander liegen. Auch wenn's, nicht so ein geiler Dings war. Nicht so ein geiler Tod. Also, welcher Tod ist schon geil, aber das war schon ganz schön makaber, wie da drei Leute auf die Mutter einstechen. Das fand ich schon ein bisschen heavy. So, ab zur Linde. Ich würde gerne mal wissen, ob wir noch mehr überlebt haben. Vor allem der Typ, gegen den wir gerade gekämpft haben, der hatte bestimmt ganz schön Loot bei sich, weil der hat ja auch schon die Leichen geplündert. So. Unser alter Hof. Die alte Schmiede da oben. Wir werden uns auf jeden Fall rächen, Leute. Sowas von. Das ist eine gute Stelle. Ja, oder nicht? Hier wird es euch gefallen. Oh, da kommt er. Da ist ein Hühnchen. Ein stattlicher Rüde. Also. Legen wir mal los. Gib ihm doch was zu fressen. Brauchst du vielleicht Hilfe? Oh shit. Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was bist du? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Fuck, wir sind mega überladen. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Boah, scheiße, der hat eine ganz schöne Keule. Wie du willst. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Scheiße, Leute, wir sind A überladen und B haben wir nicht volle Energie. Das hätte ich wissen sollen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Können wir gar nicht blocken, oder? Du bist tot! What? Den ersten habe ich geblockt. Beim zweiten war ich down. Komm, Hund, an die Kehle. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Eine riesige Lussel. Das ist ein schönes Stück. Dem Anführer wird's gefallen. Brandneu, hab ich recht? Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit.
Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Ey, Theresa! Hört auf mit den Spielchen! Angriff! Nehmt das Gesindel auseinander! Alter, Scheiße! Oh, Scheiße! Alter, mein Schwert! Weggegeben. Boah, das war gerade mal das Intro, Leute.